Servus Leute, ich bin der Gigant hier und ich begrüße euch zum heutigen Video. Heute schauen wir uns an, was es seit dieser ID im Patch 9.0.5 alles Neues zu erledigen gibt, zu tun gibt, welche Neuerungen gekommen sind, und damit starten wir auch schon direkt nach dem Intro. So, ja, Patch 9.0.5, ein kleiner Inhaltspatch, deshalb das 0.5. Sehr viel Story ist nicht dazugekommen, genau genommen ist keine Story dazugekommen, aber trotzdem einige neue Inhalte, und die möchten wir uns jetzt heute mal anschauen. Und beginnen tun wir auch direkt mit dem Thema Anima. Anima wurde generell erhöht, und zwar nicht die Menge an Anima, die wir aus den einzelnen Quellen erhalten, aber wir haben eine neue Quelle hinzugefügt bekommen, aus der wir in Zukunft Anima generieren können. Und zwar folgende. Wenn wir jetzt, seit dieser ID ist das nämlich möglich, bei uns im Pakt die Ruhmstufe 40 erreicht haben und unsere zwei Pakt-Quests jede ID abschließen, dann können wir keine neuen Ruhmstufen aktuell generieren, sondern erst, wenn der nächste große Inhaltspatch 9.1 erscheint. Und anstatt Ruhmstufen zu generieren, bekommen wir jetzt zum Abschluss dieser Quests 500 Anima. Und nicht nur das, auch für die Quests, mit der wir Seelen aus dem Schlund generieren. Wenn unser Seelenlager voll ist, also wenn wir 100 von 100 Seelen tatsächlich im Lager drin haben, dann bekommen wir auch hier nochmal zusätzlich 500 Anima mehr, was dann summa summarum auf 1500 Anima pro Woche ansteigt, wenn wir diese beiden Kriterien erfüllt haben. Also Ruhmstufe auf 40 und 100 von 100 Seelen. Wenn wir diese Seelen natürlich ausgeben, dann generieren wir mit dieser Quest wieder Seelen. Anstatt 500 zusätzlich Anima sind dann nur noch 1000 Anima für die beiden Ruhmstufen, aber die sind uns seit dieser ID, wenn wir sie denn alle haben, die Ruhmstufen, uns gewiss. Ja, und weiter machen wir auch mit dem nächsten großen Punkt, und zwar mit dem Thema Tapferkeitspunkte. Die wurden mit diesem Patch nämlich wieder, muss man sagen, weil sie gab es ja schon in der Vergangenheit, wieder eingeführt und haben jetzt ein klein wenig eine andere Funktion, und zwar können wir damit jetzt Gegenstände aufwerten. Man wollte weg von dem vergangenen System, vom Warforged, was man hatte, ja, dass man per Zufall zufällige Gegenstände eben aufgewertet bekommen hatte. Das war oftmals sehr unglücklich. Ja, meistens hat man genau das Teil, was man nicht gebraucht hat, in Warforged bekommen. Und das soll mit diesem System jetzt Abhilfe schaffen. Und zwar bezieht sich dieses System auf die Mythisch Plus Gegenstände. Diese können wir nämlich jetzt auch seit dieser ID aufwerten. Das wiederum ist abhängig von der Stufe, auf der wir unsere Mythisch Plus Dungeons bisher abgeschlossen haben. Also je nachdem, welchen Erfolg wir bekommen haben. Die sind ja unterteilt in plus 5 alle abgeschlossen, in plus 10 und in plus 15 alle abgeschlossen. Und zu diesem Thema habe ich euch in der Vergangenheit auch schon mal ein Video gemacht. Das poste ich euch hier oben ins Eck in die Infokachel rein. Schaut es euch gerne an, da gehen wir nochmal sehr tief auf dieses Thema rein. Nichtsdestotrotz war das damals noch PTR-Footage, also ist es nicht zu 100% aktuell. Deshalb gehe ich jetzt nochmal auf die Tapferkeitspunkte an sich ein, denn diese bekommen wir aus verschiedenen Quellen. Nicht nur beim Abschluss von Mythischen und Mythisch Plus Dungeons werden wir Tapferkeitspunkte bekommen, gestaffelt auch wieder die Menge nach der Höhe der Stufe, die wir abgeschlossen haben, sondern auch von den täglichen Berufungsquests bekommen wir eine fixe Menge Tapferkeitspunkte, nämlich 35 pro Berufung. Berufung zur Erinnerung, das sind die Quests, die wir täglich in unserem Paktsanktum annehmen können, wo wir dann zum Beispiel in den Ahrenwald müssen oder in Bastion müssen, dort drei Weltquests abschließen, den Prozentbalken voll machen müssen und dann zum Schluss diese Truhe bekommen. Auch da kommen ab sofort 35 Tapferkeitspunkte raus. Und übrigens, im Gegensatz zu dem, wie es Blizzard in der Vergangenheit berichtet hatte, haben sie sich dazu entschlossen, mit diesem Patch das Cap rauszunehmen für die Tapferkeitspunkte. Es war ja ursprünglich auf 1500 Tapferkeitspunkte auf dem PTR noch gecapped. Jetzt gibt es keine Obergrenze mehr. Wir können aus sämtlichen Quellen so viele Tapferkeitspunkte farmen, wie wir möchten. Und unsere Gegenstände werten wir auch auf, ganz normal beim Gegenstandsaufwerter in Oriboss, dort wo wir auch unsere PvP-Rüstungen in der Vergangenheit aufgewertet haben. Die Position zeige ich euch jetzt hier mal einmal kurz auf der Karte, und so sieht dieser NPC dann in-game aus. Einfach ansprechen, den Ausrüstungsgegenstand wie gewohnt reinziehen, dann sieht man auch den Preis, den es aufwerten kostet, und dort kann man dann seine Tapferkeitspunkte auch ausgeben. Ja, der nächste Punkt ist das Mentorenprogramm. Das wurde nämlich etwas angepasst. Bisher gab es ja noch die Anforderungen vom letzten
Add-on von Battle for Azeroth, ja, war etwas veraltet. Spieler, die dieses Add-on nicht gespielt haben oder nicht bis zum Ende gespielt haben, hatten hier keine Chance, Mentor zu werden. Das hat sich jetzt geändert. Die Anforderungen wurden auf diese Erweiterung angepasst. Also wir brauchen jetzt zum Beispiel Mythisch Plus Dungeons von dieser Erweiterung, Castle Natria abgeschlossen von dieser Erweiterung und so weiter. Auch hier habe ich schon mal ein Video zu gemacht und auch dieses poste ich euch, auch mit PTR-Footage natürlich, auch hier oben in die Infokachel rein zum Anschauen. Lohnt sich auch, auch da gehen wir ein bisschen tiefer in dieses Thema rein, was auch überhaupt das Mentorenprogramm erstmal ist, falls ihr da jetzt gerade zum ersten Mal von gehört habt. Nicht schlimm, wie gesagt, das Video ist dann genau das Richtige für euch. Und an dieser Stelle, wenn ich euch mit diesen Punkten irgendwas Neues erzählt habe oder weiterhelfen konnte, dann würde ich mich sehr, sehr über ein Abo freuen, wäre wirklich gigantisch und dann verpasst ihr in Zukunft auch überhaupt gar nichts mehr. News, Lore, Fun und noch vieles mehr, Guides unter anderem, alles hier auf diesem Kanal. Und das, der nächste Punkt, der neu ist, auch der, zu dem habe ich gestern schon ein Video gegeben, das wandernde Urtum ist gekommen. Es sollte ja ursprünglich ausgerollt werden für alle Spieler gleichzeitig mit Live-Gehen des Patches 9.0.5 am Mittwochmorgen. Hat leider nicht ganz funktioniert, da gab es irgendwie technische Schwierigkeiten. Blizzard hat da zurückgerudert und gesagt, wir rollen das erst nach und nach an die Spieler raus. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, auch das habe ich hier gestern in einem Video, wie gesagt nochmal hier oben der Hinweis, etwas näher erleuchtet. Und wenn ihr euer Urtum gerade jetzt noch nicht habt oder euch gewundert habt, warum habe ich das jetzt eigentlich später bekommen, dann ist das Video hier oben jetzt genau das Richtige für euch. Also schaut auch da gerne vorbei. Eine kleinere Neuerung ist, dass wir jetzt im Pakt Sanctum die Möglichkeit haben, an unserem Missionstisch die Zeit anzusehen, die unsere Gefährten brauchen, bis zur Wiederbelebung oder bis zur vollständigen Heilung. Das war bisher auch noch nicht möglich, da musste man immer abschätzen, lohnt es sich jetzt da Anima zu investieren und die zu heilen oder warte ich vielleicht noch eine halbe Stunde und dann sind die sowieso voll geheilt. Dafür gibt es jetzt einen Timer, den sieht man bei jedem Gefährten einzeln. Und auch das ist, glaube ich, eine ziemlich hilfreiche Funktion. Dann hat der Schlund mit Venari auch noch ein kleines Upgrade bekommen. Venari verkauft jetzt nämlich neue Gegenstände, auch für Stygia. Unter anderem auch ein Gegenstand, mit dem man zum Beispiel einem Gegenstand einer Rüstung der Saison 1 einen Sockel hinzufügen kann. Diese Gegenstände sind aber sehr, sehr teuer, also ist es wirklich nur dafür gedacht, wenn ihr einen Stygia-Überfluss in der Zwischenzeit habt, dann könnt ihr das dafür ausgeben, weil daraufhin sparen, ja, und auch das Anima generell dafür zu sparen, lohnt sich an dieser Stelle, glaube ich, eher nicht so, denn es ist ja auch schon angekündigt, mit Patch 9.1 kommt dann auch eine neue Ressource, Stygia bekommt eine Catch-Up-Mechanik und auch da wird es dann ziemlich wertlos, vor allem, weil wir es vermutlich, da es ja nur für Saison 1 ist, nicht auf die neuen Ausrüstungsgegenstände dann uns die Sockel draufhauen können. Außerdem gibt es noch einen Apparat zur räumlichen Neuausrichtung, so heißt der Gegenstand. Die beiden Gegenstände übrigens poste ich euch unten einmal in die Videobeschreibung rein, könnt ihr euch dann auf WoW Ahead einmal anschauen. Dieser Gegenstand lässt uns ein Medium aufwerten, das wir in unserem Seelenschmiede drin haben. Und zwar wird da automatisch immer das niedrigste Medium um 3 Stufen erhöht. Voraussetzung hierfür ist, dass wir alle Medien schon auf Stufe 200 haben. Und dann können wir die mit diesem Gegenstand, der kostet 1900 Stygia, nicht ganz so viel, bis auf 226 jedes Mal um 3 Stufen erhöhen. Auch hier eher dazu gedacht, weil es vor allem random ist, welche Gegenstände erhöht werden, um überflüssige Stygia eben auszugeben und das nicht im Inventar, ja, versauern zu lassen. Aber jetzt auch keine so große Neuerung. Generell hat Venari noch ein paar neue Gegenstände im Gepäck für den Schlund und für Torghast. Schaut da einfach mal dran vorbei. Dabei erzähle ich euch, glaube ich, nichts Neues. Die Sachen, zum Beispiel ein Teleporter ist mit dabei für Torghast. Es sind einfach Sachen, die uns diese Runs dort erleichtern. Wer Torghast aktiv durchgeht, für den ist das vielleicht was, für alle anderen vielleicht eher Nebensache. Ich weiß es nicht, das müsst ihr selbst entscheiden. Schaut einfach bei Venari vorbei, guckt, was sie Neues für euch hat und entscheidet dann, ob sich das für euch lohnt oder eben auch nicht. Und das nächste große Update ist gekommen, auch nochmal im Schlund, und zwar gibt es hier jetzt ein Rätsel. Und für den Abschluss dieses Rätsels bekommen wir einen Mount. Und nicht nur irgendeinen Mount, sondern es ist dann tatsächlich das dritte Mount, das wir im Schlund aktuell dann reiten können. Bisher gab es ja nur die beiden Reittiere, einmal von der Jagd,
die wir abschließen mussten, wo wir den Rare Mob töten mussten. Und dann hatten wir eine Chance, einen Mount gedroppt zu bekommen. Die war nicht sehr hoch. Ich persönlich habe es zum Beispiel auch noch nicht bekommen. Und die zweite Möglichkeit, auch sehr, sehr schwer aktuell, noch die gewundenen Korridore auf Ebene 8 abzuschließen im Torgast. Und das ist wirklich, wirklich etwas, das hat es in sich, das schafft nicht jeder. Und dementsprechend ist das vielleicht auch etwas gewesen, das Reiten im Schlund, was nicht jedem aktuell zugänglich war. Und mit diesem Rätsel wird da eben Abhilfe geschafft. Ich will euch jetzt keine Hoffnungen machen, das Rätsel ist verdammt schwer und verdammt langwierig, aber jeder, der wirklich Reiten im Schlund möchte, kann da diese Zeit investieren und dieses Rätsel abschließen. Man muss da wirklich sich reinfuchsen, man muss da Zeit mitbringen, das ist nicht hoppla hopp gemacht, aber auch dann gibt es eben, wie gesagt, und das ist schon ein guter Bonus, ein Reittier, das man im Schlund nutzen kann. Denn ansonsten müssen wir auch hier wieder bis Patch 9.1 warten, bis wir dann irgendwann die Packkampagne so weit an diesem Punkt gespielt haben, wo wir dann über die Packkampagne im Schlund reiten können. Und ob wir dann überhaupt noch so viel im Schlund unterwegs sind, das steht wieder auf einem anderen Blatt Papier, denn wir erinnern uns, in 9.1 kommt die neue Zone Cortia, wo wir dann hingeschickt werden und wer weiß, wie lang und wie viel wir uns dann noch im Schlund aufhalten. Und das waren die großen Neuerungen für diesen Patch. Natürlich gab es noch Anpassungen in verschiedenen Dungeons, in verschiedenen Klassen, aber das würde diesen Rahmen definitiv sprengen, wenn ich das jetzt für jede Klasse einzeln aufzählen würde, was da kam und was eben nicht kam, was man sich erhofft hatte. Ich glaube, jeder hat da für seine Klasse, wenn es ihn wirklich interessiert, auch schon in den Patchnotes nachgelesen. Da kann man ja in jedem Absatz das einmal kurz zusammengefasst. Die Patchnotes übrigens poste ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Nochmal als letzten Link rein. Und dann war es das mit diesem Video an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von mir. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Spielen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Stream. Macht's gut, bis dorthin. Euer Giganti.